Wollen Sie auch als Rentner weiterarbeiten? Umfrage zeigt, jeder zweite Rentner kann sich das vorstellen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, es gibt eine Umfrage vom Internetportal Xing und die haben herausgefunden, oder die haben eine Umfrage gestartet und haben herausgefunden, dass jeder zweite im Rentenalter weiterarbeiten würde wollen, aber natürlich zu anderen Bedingungen, zu seinen Bedingungen oder zu ihren Bedingungen. Ja, und da gibt es natürlich Anforderungen und Wünsche. Also die Hälfte der Beschäftigten der Generation 50 plus, so nennt man die bei Xing, die kann sich gut vorstellen, über das Renteneintrittsalter hinaus weiterzuarbeiten. Sie müssen sich bitte vorstellen, dass wenn der Arbeitsmarkt sich so weiterentwickelt bis 2035, dass wir pro Tag 1.000 Beschäftigte weniger haben werden. Pro Tag, meine Damen und Herren. Das heißt also, der Arbeitsmarkt wird gewaltig schrumpfen. Und wir haben einen Arbeitskräftemangel, das ist auch klar. Und diesen Arbeitskräftemangel kann sich Deutschland einfach nicht leisten. Und deswegen geht der Fokus immer mehr auch in Richtung der älteren Generation zu sagen, wollt ihr nicht weiterarbeiten? Habt ihr nicht Lust weiterzuarbeiten? Wir stellen hier Bedingungen auf für euch, die es euch möglich machen, weiterzuarbeiten. Und da ist die Politik am Anfang der ganzen Geschichte und erste Vorschläge liegen ja auf dem Tisch. Und da ist, denke ich mal, noch viel Luft nach oben, um da viele Dinge zu verbessern. Unter anderem natürlich auch die Einführung eines generellen Steuerfreibetrages bis zu einer bestimmten Verdiensthöhe im Raum stehen, der ja 2.000 Euro. Würde ich ja persönlich auch nicht so schlecht finden. Wenn wir es, wir haben ja den Minijob mit 538 Euro steuerfrei, dann brauchen wir das ja nur noch ein bisschen zu erhöhen. Dann würde das auch wiederum für viele Rentnerinnen und Rentner sehr attraktiv sein. Aber der Grund oder die Hauptgründe, zu sagen, ich würde gerne weiterarbeiten, sind zwei Dinge. Erstens, es geht ums Geld. Die Leute brauchen einfach Geld. Und ich kenne viele, die sagen, ich muss sogar weiterarbeiten. Ich kann mir von der geringen Rente nichts mehr leisten. Ich möchte auch gerne mal in der kleinen Ulrichstraße zu Halle, eine wunderbare Kneipenmeile in Halle, müssen Sie mal besuchen kommen. Da möchte ich mir auch gerne mal leisten, dass ich mir dort ein Schnitzel gönnen kann oder mir dort was Asiatisches kaufe zum Essen oder aber ich gönne mir dort einfach mal ein Bierchen. Ja? Aber das kann ich oder ein Weinchen und das kann ich mir natürlich dann als Rentner, wenn ich keinen Zusatzverdienst habe, dann nicht mehr leisten. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist die sogenannte Selbsterfüllung. Das heißt also, die Menschen sagen ganz einfach, ist mir völlig wurscht, ich bin 67, 70 Jahre alt, klar, ich gehöre zum alten Eisen, aber ich habe Erfahrung und die kann ich weitergeben, die kann ich nutzen und die kann ich auch für meinen Arbeitgeber nutzen, die kann ich auch für die jüngeren Arbeitskollegen nutzen, die gebe ich gerne weiter und ich werde dafür auch geachtet und auch geschätzt und das ist die Selbsterfüllung, dass die Menschen sagen, mit der Rente hört das Leben nicht auf, sondern ich kann hier noch was für die Gesellschaft, für mich selbst auch erbringen. Ja, meine Damen und Herren, 62% der Befragten von der Xing-Umfrage haben gesagt, ja, die wären theoretisch, wäre das technisch und auch gesundheitlich möglich, im Alter noch zu arbeiten. 34% könnten sich eine Stundenzahl von 11 bis 20 Stunden in der Woche vorstellen. Das finde ich mal gar nicht so schlecht. 25% eher weniger, 6 bis 10 Stunden. Und 17% könnten sagen, ja, 21 bis 30 Stunden würde ich arbeiten. Eine Vollzeitstelle wollen dann eher weniger haben. Das sind nur 12%. Ja, die Motivation ist ganz klar. Bei 63% geht es wirklich um die Finanzen. Die brauchen die Kohle einfach oder die wollen das Geld verdienen. Aber natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch die Selbsterfüllung spielt hier eine Rolle. Ja, meine Damen und Herren, ich finde die Umfrage total interessant von Xing. Können Sie ja vielleicht mal dort auf dem Netzwerk oder auf der Plattform nachlesen. Ich finde es total interessant und bestätigt letzten Endes auch diesen allgemeinen Trend, dass immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten. Wir hatten ja erst vor kurzem vom Statistischen Bundesamt eine Mitteilung, dass rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland im Alter arbeiten. Und die Tendenz ist ja immer steigend. Ja? Und da geht es auch letzten Endes als Grund, warum gehen die Leute arbeiten.
mehr oder weniger darum, dass die Menschen einfach das Geld benötigen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein, einfach zu diesem Thema. Wenn Sie Interesse haben, können Sie es auch gerne nochmal nachlesen bei Xing oder auf rentenbescheid24.de. Wir haben heute zum Beispiel den 12.08.2000, den 13.08.2024 einen interessanten Beitrag zum Thema Flexirente nochmal veröffentlicht. Vielleicht passt das ja auch hier zu diesem Thema flexibel im Alter arbeiten, dann noch eventuell die Rente noch ein bisschen erhöhen durch Einzahlung von entsprechenden Beiträgen zur Rentenversicherung. Näheres zu diesem Thema, wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.